Ich reiste in 9 Monaten durch 12 Länder. Ich ging zu Fuß, fuhr auf Schiffen und tausende von Kilometern mit dem Auto. Denn ich war der Chauffeur eines Gurus. Ich brauchte ein Dreivierteljahr und die halbe Welt, um mein altes Leben zu vergessen. Vom Guru selbst habe ich nie wieder etwas gehört. Seine letzten Worte an mich waren: I love you. In dunklen Stunden führte ich zum Schluss heimlich Buch. Ich schrieb 1 Dutzend Schulhefte voll, um herauszufinden, wer ich war, was ich dort machte, ob es an denen lag oder bloß an mir. Ich trank jeden Morgen um 5 Uhr Ingwertee und summte ein Mantra, übte mich nackt in Yoga und schlief auf dem Boden im Dschungel. Ich lernte, wer Shiva, Krishna und Kali waren und dass der heiligste indische Tempel mir weniger bedeutet als jede ostwestfälische Dorfkirche. Ich begann zu ahnen, dass es tatsächlich mehr gibt zwischen Erde und Himmel, als wir uns vorstellen. Und ich lernte, dass ich nie mehr einem Guru folgen würde.